blasen. Und schau, wieso spielst du denn nicht mit? Ich habe dieses Kinderspiel den ganzen Tag gespielt. Können wir nicht was anderes machen? Aber es macht Spaß. Na los. Sag mal, was soll denn das, Onchao? Ich dachte, du weißt schon, dass nur wir zwei miteinander spielen. Es ist in Ordnung, wenn du nicht mit deiner Schwester spielen willst, aber bitte verdirb uns nicht den Tag. Du hast recht. Fein. Ich habe sowieso Wichtigeres zu tun. Flair, was hat er nur? Keine Sorge, er kommt zurück, du wirst sehen. Ich habe gehört, was in Centopia vor sich geht. Eine Dornenpflanze, die alles bedeckt und die Natur zu Tode wirkt. Wir brauchen jeden einzelnen von diesen Kristallen. Und mein Orakel hat uns hierher geschickt. Der zweite Teil ist, trägt die Quelle, was du suchst, zu finden. Wissen Sie, was das heißen könnte? Ja, tue ich. Es gibt hier einen von diesen Herzkristallen, und zwar im Zentrum der Regenbogeninsel. Großartig. Das hilft. Danke, Garnivera. Nein! Ihr dürft diesen Kristall nicht berühren. Was? Widerlicher Ort. Ja. Reiß dich zusammen, Hopper. Es ist kein Mückenspray, oder? Lassen Sie ihn. Ich werde mir jetzt schnell ein Einhorn fangen. Und wenn ihr den Kristall entfernt, wird die Regenbogeninsel zerstört. Aber wie denn? Die Legende erzählt, dass es nur zwei Einhörner gab, als Centopia noch jung war. Sie waren verliebt ineinander. Aber als eines der beiden ging, brach das Herz des anderen. Teile des Herzens, geführt durch die Macht der Liebe, verteilten sich überall in Centopia. Ein Stück fiel genau hier herunter, in die Mitte der Regenbogeninsel. Aber anstatt sie zu zerstören, gab der Kristall der Insel eine wunderbare Macht. Es ist die Macht der wahren Liebe, die die Regenbogeninsel am Leben hält. Der Herzkristall. Ich habe ihn gefunden. Und deshalb darf der Kristall niemals entfernt werden.